In den 1990er Jahren kam es in der feministischen Theorie, die nunmehr zur Gender-Theorie mutierte, zu einem Paradigmenwechsel. Nicht mehr die Geschlechtsneutralität theoretischer Entwürfe wurde angeprangert, sondern die Konstruktion bzw. Dekonstruktion von Männlichkeit und Weiblichkeit rückte in den Fokus, ungeachtet dessen, dass in androzentrischen Konzeptionen, die nach wie vor Mainstream sind, der Mann einfach als das Allgemeine gesetzt wird. Die bisherige feministische Kritik kam nun selbst in den Ruch, durch Benennung das asymmetrische Geschlechterverhältnis erneut zu reproduzieren. Weit bis in die 1980er Jahre hinein versuchte sich Frau noch im Gegensatz zur linken Widerspruchsthese zu behaupten, wenngleich meines Erachtens auch vielfach auf problematische Weise. Nun, also Anfang der 90er Jahre vor allem, seither erlebten Queer- und Genderforschung einen kometenhaften Aufstieg. Damit einher ging auch eine Hinwendung zur soziologisch-deskriptiven Analyse, die sich mit der präzisen Beschreibung von Widersprüchen, Differenzen, Ambivalenzen, Ungleichzeitigkeiten und Ähnlichem als besonders wissenschaftlich seriös gerierte. Jede Anstrengung des Begriffs wird seither als unzulässige Zuspitzung, im Grunde mehr oder minder unterschwellig, des Essentialismus gezien. In den 70er Jahren stand das Verhältnis zwischen einem weltweit angenommenen Patriarchat und dem Kapitalismus im Mittelpunkt feministischer Theoriebildung. In diesem Zusammenhang ging es auch um die Frage, ob Hausarbeit wertschaft. Die daran anschließende Debatte förderte im Resultat, im Kern zutage, dass derartige Annahmen einer ökonomistischen Beschränktheit aufsitzen. Hausarbeit, Liebe, Kindererziehung, Hege und Pflege besitzen eine Eigenqualität, die nicht ohne weiteres ökonomisch aufgefasst werden kann. Ab Mitte der 70er Jahre, also 1970er Jahre, machten die sogenannten neuen sozialen Bewegungen, Alternativfrauenökonomie, Friedensbewegung von sich reden. Politik in der ersten Person war schon vorher im Gefolge der 68er Bewegung, Stichwort antiautoritäre Bewegung, jetzt aber erst recht angesagt. Feministisch-wissenschaftlich wurden damals die methodischen Postulate der Frauenforschung von Maria Mies heiß diskutiert, deren Kern im sogenannten Betroffenheitspostulat bestand. In der Auseinandersetzung um das Kölner Frauenhaus wurden sowohl die feministischen Akteurinnen, Wissenschaftlerinnen, als auch die geschlagenen Frauen als Betroffene und Gleichberechtigte im Sinne der Aktionsforschung, die damals nicht nur im Feminismus hohe Wellen schlug, deklariert. Auf diese Weise sollte das Verhältnis subjektwissenschaftliches Objekt aufgebrochen werden. Meiner Meinung nach ist dieser Betroffenheitsstandpunkt, für den es eine wie immer geartete überindividuelle gesellschaftliche Totalität eigentlich nicht gibt, im Grunde nie verlassen worden, sondern in Form von Standpunkttheorien ebenso auf Situiertheiten bzw. Frauensituiertheiten im internationalen Maßstab übertragen worden. Auch wenn Frau alsbald daran ging, auf marxistisch-wissenschaftlich bürgerliche Objektivität zu pochen. Am meisten machten in Deutschland die sogenannten Bielefelderinnen Maria Mies, Veronika Benhold-Thompson, Claudia von Werlhoff von sich reden. Von ihnen wurde der Begriff der ausgebeuteten Hausfrau noch auf die Kolonien, auf die Natur und auf freigesetzte männliche Lohnarbeiter ausgedehnt. Das hierarchische Geschlechterverhältnis wurde zu einer Art neuem Hauptwiderspruch gemacht. Politisch-praktisch entsprach dem die Propagierung einer Subsistenzperspektive. Ein vielfach problematischer Differenzfeminismus im Sinne der Geschlechterdifferenz besaß bis weit in die 1980er Jahre hinein so einen hegemonialen Status. Das Buch von Carol Gilligan, In a Different Voice, wurde kontrovers diskutiert, worin ein anderes, konkretistisch-personell unmittelbares Gerechtigkeitsempfinden bei Frauen konstatiert wurde,
im Gegensatz zum abstrakt sterilen Gerechtigkeitsempfinden bei Männern. In diese Zeit fielen auch ausgiebige Matriarchatsdebatten. Gegen Ende der 1980er Jahre entstanden sodann auch mehrere Bände zum Thema feministische Philosophie im Kontext eines Denkens der Geschlechterdifferenz. Andererseits begann sich in den 80er Jahren jedoch eine Debatte, um das Verhältnis von Klasse und Geschlecht zu entspinnen, die im Gegensatz zu den Bielefelderinnen eine seriöse marxistische Theoriebildung einforderte. Geschlecht wurde nun in soziologistischer Manier zum Strukturprinzip erhoben, analog zum Strukturprinzip Klasse. Damit einher ging ein mittlerweile hegemonial gewordener Gender- und Dekonstruktionsdiskurs, der in der Frontstellung zu einem Feminismus der Geschlechterdifferenz und seiner Anprangerung der Geschlechtsneutralität genau umgekehrt die radikale Konstruktion von Geschlecht zur Grundlage erhob. Die Bezugstheorien sind seither vor allem die Foucault'sche Diskursanalyse, aber auch interaktionistische und ethnomethodologische Ansätze stehen hoch im Kurs. Seit der zweiten Hälfte der 80er Jahre machte ebenso das Thema Differenzen zwischen Frauen die Runde. Und es wurde eine strikte historische und kulturelle Kontextgebundenheit von Geschlecht proklamiert. Angeblich waren es die Einwände der anderen, nicht weißen Frauen, die die bisherige weiße Frauenbewegung zur Selbstbeschränkung zwangen. Mit Betroffenheit kennt sie sich schließlich aus. Jedoch kann vermutet werden, dass sie selbst im Zuge einer konsumbasierten, postmodernen Pluralisierung von Lebensentwürfen und erreichten halbseidenen Teilnahmerechten das Interesse an ihrem Gegenstand im strengen Sinne verlor. Eine Thematisierung der Mittäterschaft bzw. Täterschaft von Frauen, die in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre nicht zuletzt hinsichtlich des Nationalsozialismus hierzulande stattfand, war so nur ein Durchgangsstadium zur selbstverwalteten Gender-Genügsamkeit. So machen denn auch in neuerer Zeit nicht von ungefähr die sogenannten Alpha-Mädchen, vielleicht vom Gender-Feminismus auch deswegen weithin bespielen, weil es ihn zur Kenntlichkeit bringt, viel von sich reden, die das Geschlechterverhältnis nur im Hinblick auf ein immanentes Partikularinteresse problematisieren. De facto dürften Frauen indessen in nächster Zeit verstärkt die Rolle der Krisenverwalterinnen zukommen und sie für Geld und Überleben gleichzeitig zuständig sein, sei es auf unterster Stufe als Initiatorin von Selbsthilfegruppen, nicht nur in der sogenannten Dritten Welt, sei es in Wirtschaft und Politik, in der sie nun gouvernementalitätsartig sowohl auf unterer wie oberer Ebene nollens wollens im Sinne einer passiven Revolution, wie Frigga Haug im Hinblick, also mit Bezug auf Gramsci sagt, hineingezwungen werden, wenn die männlich-kapitalistische Ordnung aus dem Leim geht. Seit dem Finanzcrash 2008 ist der Ruf nach einer Beteiligung von Frauen und Quotenregelungen besonders laut. Mit Beginn der 2000er Jahre wurde verstärkt das Thema Intersektionalität, das heißt der Zusammenhang vor allem von Klasse, Rasse, Geschlecht, aber auch Behinderung und Alter thematisiert. Man hat die Relevanz anderer Determinanten mittlerweile erkannt. Die Folie ist indes immer noch die Betroffenheit, die Identität, die Standortgebundenheit, die nunmehr allerdings auf einer soziologisch-strukturellen Meso-Ebene verhandelt wird. Gesellschaft wird bei Gudrun Axelli Knapp, die nicht zufällig eine bedeutende Rolle in der hiesigen soziologisch-feministischen Landschaft spielt, dabei bloß in einer bestimmten Ausdeutung Adanos, soziologisch-reduktionistisch als relationaler Begriff, als historischer Verflechtungszusammenhang, als Beziehung der gesellschaftlichen Sphären, Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Privatsphäre und so weiter, zueinander verstanden, im Grunde bar eines gesellschaftlichen Wesens- und Formprinzips. Eine grundsätzliche Kapitalismus-
und Patriarchatskritik wird so in ein soziologisch verharmlosendes, scheinbar oppositionelles, mit den schlechten gesellschaftlichen Zuständen meines Erachtens kompatibles Gesellschaftsverständnis überstellt. Erst seit der zweiten Hälfte der 2000er Jahre erfolgt auch wieder eine gewisse Besinnung auf grundsätzliche Geschlechterverhältnisse im Kontext einer Kapitalismuskritik, was einerseits auf die Verschärfung der sozialen Lage und in diesem Zusammenhang auch einer Marx-Renaissance im Zuge der massiven Kriseneinbrüche in den letzten Jahren geschuldet sein dürfte. Frauen denkt ökonomisch, so Nancy Fraser, und ähnliche Parolen wurden seitdem ausgegeben. Selbst in der Queer-Szene wird wieder meines Erachtens simplifizierend die Bedeutung von Reproduktionssphäre und Produktionssphäre für die theoretische Bestimmung des hierarchischen Geschlechterverhältnisses neu entdeckt. Dennoch beherrscht nach wie vor ein Denken in Widersprüchen, Ambivalenzen, Differenzen, Partikularitäten und Ähnlichem, selbst noch innerhalb dieser Besinnung den theoriefeministischen Diskurs. Der Feminismus scheint in das Kleinteilige und Partikulare geradezu vernarrt zu sein, weit davon entfernt, das hierarchische Geschlechterverhältnis als gesellschaftliches Grundprinzip auf der gebührenden Abstraktionshöhe zu erkennen. Es spricht nun einiges dafür, dass derartige Tendenzen, dieser Knick, der seit Anfang der 1990er Jahre sichtbar wurde, mit dem Aufstieg des Neoliberalismus und dem Zusammenbruch des Ostblocks in Verbindung gebracht werden kann. Marx galt nun endgültig als erledigt. Großtheorien wurden überhaupt in Frage gestellt. In postmodern linken Szenen und im einschlägigen Wissenschaftsbetrieb berief man sich vor allem auf poststrukturalistische Theorien. Globalisierungstendenzen und Ähnliches schienen zudem unentschiedene Trans-Zwischenbegrifflichkeiten schier unvermeidlich zu machen, was an der gesellschaftlichen Oberfläche wahrscheinlich tatsächlich auch zutrifft. Das Verschwinden feministischer Philosophie, bevor sie überhaupt so richtig auf der Tagesordnung stand, mit dem Anspruch, Gesellschaftstheorie, Geistesgeschichte, Erkenntnistheorie, Ästhetik und so weiter mit dem hierarchischen Geschlechterverhältnis zu konfrontieren und vor allem versteckte androzentrische Denkmuster kenntlich zu machen, könnte auch in diesem Kontext betrachtet werden. Manchen erschien im Zuge postmoderner Individualisierungstendenzen die Geschlechterfrage in den 1990er Jahren zudem so gut wie gelöst, sodass ein derartiges Ansinnen als obsolet galt. Auch wenn vor allem Frauen noch immer vorwiegend für die Reproduktionstätigkeiten zuständig waren, sie wurden zunehmend in den Erwerbsbereich integriert, ihr Ausbildungsniveau glich sich dem der Männer an, Karrierechancen, zumindest auf mittleren Ebenen, taten sich auf und brachten es mit sich, dass traditionelle Weiblichkeitsvorstellungen als Zumutung empfunden wurden. Das bin ich nicht. Auch diese Empfindung dürfte eine Quelle für den Aufstieg des Dekonstruktivismus sein. Gleichzeitig rückten teilweise aufgeklärte Gendermänner und Feministinnenversteher nach, die es ernst zu meinen schienen. Ich denke indes, dass derartige gesellschaftliche Tendenzen und entsprechende Empfindungen nicht hinreichend sind zu erklären, weshalb die Chance, das hierarchische Geschlechterverhältnis vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte von feministischer Seite aus zu klären, so bereitwillig und mit Werbe aufgegeben wurde, und man eine diskurs- und sprachtheoretische Neutralisierung fast schon als Erlösung empfunden hat. Dieses Verhältnis konnte nun als bloß konstruiertes seiner zentralen Stellung enthoben werden und war nun bloß eines unter vielen Ungleichheitsverhältnissen. Dabei zeigte sich gerade auch in der Annahme einer Konstruktion von Geschlecht, dass Frauen einen Drall zu Kleinteiligen, zum Detail, zur Differenz und Ähnlichem hatten,
die sich vorher schon unter anderem in der Favorisierung von Subsistenzkonzepten zeigte. So resümieren Barrett Phillips Anfang der 1990er Jahre. Zitat: In einem mitreißenden Angriff der falschen universalistischen, übergeneralisierenden und überambitionierten Modelle des Liberalismus, Humanismus und Marxismus haben sich viele Feministinnen für eine Analyse des lokalen, spezifischen und partikularen entschieden. Zitat Ende. Gerade darin nun aber offenbart sich fatalerweise eine Struktur des Denkens, die Georg Simmel und nicht nur er, der Psychologie der Frau schon anno 1890 bescheinigt hat. Zitat: Wo es ohne selbstständige höhere Abstraktion nicht möglich ist, für ein Ideal Verständnis und Interesse zu gewinnen, da scheitert den Frauen beides. An der Wissenschaft, an den höheren politischen Idealen, an derjenigen Sittlichkeit, die das Nähere und Kleinteilige vernachlässigt, um dem weitesten Teile zu dienen. Weiterhin konstatiert er, Frauen gelingt es auch eher, sich mit halben unentschiedenen Verhältnissen abzufinden, wahrscheinlich im tiefen Zusammenhang mit der Eigenschaft, ihre theoretische Vernunft, sich gern ohne scharfe, klar gesonderte Begriffe zu behelfen. Ein so unentschiedener, nur im Übergang bestehender Zustand, wie der Brautstand ihn bietet, der den Mann im besten Fall unbefriedigt und unbehaglich findet und möglichst abzukürzen trachtet, ist für das Mädchen in der Regel von wunschlosem Glück erfüllt. Sie kann sich mit ihren Seeleninhalten daran anpassen. Knappwetterer beschreiben die feministische Landschaft Anfang der 2000er Jahre ganz in diesem Sinne. Zitat: Die normativen Implikationen feministischer Kritik, in der häufig Erfahrungen von bestimmten Gruppen von Frauen, weiße, heterosexuelle Frauen der Mittelschicht, verallgemeinert worden waren, hat in der internationalen feministischen Diskussion eine Dynamik von Reflexivität in Gang gesetzt, die in anderen Bereichen der Geistes- und Sozialwissenschaft ihresgleichen sucht. Wer beansprucht von wo aus, auf dem Hintergrund welcher Erfahrungen, für wen zu sprechen? Auf welche Weise tangiert die soziale Situierung die Wahrnehmung der Welt? Was ist verallgemeinerbar und aus welchen Gründen? Der extreme Spagat zwischen normativ-politischer Kritik und selbstkritischer Reflexivität, den feministische Theorie derzeit vollzieht, kommt einer Zerreißprobe gleich. Positiv gewendet, begründet er jedoch die Chance auf Zukunft, wenn es gelingt, den wissenschaftlich-kulturellen und sozialen Wert dieser einmaligen Konstellation aufeinanderbezogener Arbeit an Differenz und Ungleichheit lebendig zu halten. Das im feministischen Anspruch perspektivisch gehaltene Wir unterstellt geteilte Problemhorizonte, die in der Abarbeitung von Ungleichheit und Verschiedenheit immer wieder differenziert, konkretisiert, relationiert, relativiert und bestimmt werden müssen. Zitat Ende. Simmel wurde im Feminismus häufig und zu Recht des Essentialismus und der Reproduktion traditioneller Geschlechterverhältnisse geziehen. Dennoch kommt man nicht umhin, sieht man sich die Entwicklung des Feminismus in den letzten Jahrzehnten an, dass selbst er zutiefst, also der Feminismus, in derartigen Strukturen befangen ist. Gerade in der Postmoderne reproduziert sich wiederum die Struktur eines alten weiblichen Differenzdenkens, noch in der Dekonstruktion von Weiblichkeit, indem es noch auf viele Frauen, viele Geschlechter verfällt, bis hin zu Transgender-Identitäten in queer-feministischen Kontexten. Es mag völlig abwegig, ja geradezu grotesk klingen, wenn man Butler ein Verharren in der Brautzeit attestiert. Jedoch sieht man genauer hin, fühlt sie sich in der Simmelschen Brautzeit nicht nur wohl, sondern sie ist die Theoretikerin dieser Brautzeit schlechthin, verstanden als Chiffre einer Ontologisierung des Zwischenzustands, schlechthin von Geschlecht
in Queer- und Gender-Theorien. Dabei kommt die Verliebtheit in diesen Zwischenzustand, die Brautzeit und das Ressentiment gegen scharfe, gesonderte Begriffe, von der Simmel bei Frauen spricht, dankenswerterweise sehr klar zutage, wenn Thürmer-Rohr wesentliche Grundgedanken von Gender- und Queer-Theorie im butlerschen Sinn 2008 formuliert. Deswegen will ich das hier auch ein bisschen ausführlicher zitieren. Zitat: Die dekonstruktivistische Gender-Theorie weist nicht nur den Naturcharakter der bipolaren Geschlechtsordnung zurück, sondern mischt alle festgefügten Kategorien wie männlich, weiblich, lesbisch, schwul, heterosexuell, bisexuell etc. auf, stellt sich also quer zu allem Maßstab der Heteronormativität fixierten Einteilungen. Das kritische Potenzial liegt darin, verschiedenen Lebensformen gleichwertiges Spiel zu geben und Geschlecht in seiner Pluralität und Uneindeutigkeit ernst zu nehmen. Ein solches Denken gemahnt zur Verteidigung des Grundsatzes, dass wir einen privilegierten Zugang zur Wahrheit nicht kennen und nicht kennen wollen. In den Entkategorisierungsabsichten geht es nicht um ein drittes Geschlecht, sondern darum, das Denken in Großkategorien überhaupt aufzugeben und das dazwischen als Mehrwert, in Anführungsstrichen, nicht als Mangel zu begreifen. Zitat Ende. Man beachte, ein Denken in Großkategorien soll bei Thürmer-Rohr überhaupt in Frage gestellt werden. Es wird phänomenologisch reduktionistisch mit Geschlechterkategorisierungen gleichgesetzt. Mittlerweile wird gar versucht, dieses dazwischen, diesen Mehrwert auf die naturwissenschaftlich-biologische Ebene zu zerren und ihm von hier aus Respekt zu verschaffen, als wäre nicht gerade die Biologie schon immer Legitimationswissenschaft von Herrschaft gewesen, abzusehen etwa gerade an der modernen Männlichkeits- und Weiblichkeitskonstruktionen. Ein fragwürdiges Bedürfnis nach naturwissenschaftlicher Fundierung könnte so noch postmodernen Zwängen, Flexizwängen, Seriosität verleihen. Selbst dann, wenn Frauen heute mit den Männern bildungsmäßig gleichgezogen sind, ja, sie zum Teil, also ja, sie sogar besser ausgebildet sind als Männer, nicht zuletzt poststrukturalistisch-feministische Denkakrobatik verlangt einem einiges an Abstraktionsvermögen ab. Mündet feministische Theorie vor allem in Differenz, Unterschiedlichkeit, Relationalität, Widersprüchen und Ähnlichem, offenbar in vollkommener Unfähigkeit bzw. Unwilligkeit, das hierarchische Geschlechterverhältnis selbst in abstrakto zu fassen. Wenn Rousseau in bezeichnender Weise klein gehaltenen Sophie-Kapitel des Emile geschrieben hat, Zitat, ihre, also die der Frau, Würde, ist es niemals gekannt zu sein, so scheint sich dies geradezu auf den Verzicht des asymmetrischen Verhältnisses grundbegrifflich zu erfassen übertragen zu haben. Wenn Frauen so entgegen altpatriarchalen Ideologien heute bewiesen haben, dass sie sehr wohl zu abstraktem Denken fähig sind, muss diese Unfähigkeit oder besser gesagt, wie schon oben, Unwilligkeit an etwas anderem liegen und in tiefgreifenden patriarchalen Strukturen der Wertabspaltungsvergesellschaftung verankert sein, wonach Frauen für die Reproduktionstätigkeiten Liebe, Fürsorge, Pflege und Hege hingegen Männer für die Öffentlichkeit zuständig sein sollen. Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und so weiter. Mehrwertgewinnung und Abspaltung stehen so in einem dialektischen Verhältnis zueinander. Dieses Prinzip indes geht durch alle Sphären. Selbst wenn Frauen auch in öffentlichen Sphären immer schon anzutreffen waren, Konzentration von Tätigkeiten, etwa in der professionellen Care-Sphäre, schlechtere Bezahlung als Männer, selbst in nicht weiblichen Erwerbsbereichen und so weiter.
Dabei muss davon ausgegangen werden, dass kein Individuum in den geschlechtsspezifischen Mustern aufgeht, allerdings auch sich nicht einfach ihnen entziehen kann. Grundsätzlich ist so die Wertabspaltung als historischer Prozess zu begreifen. Sie ist nicht in den verschiedenen Phasen der kapitalistisch-patriarchalen Entwicklung als statische, immer dieselbe aufzufassen. In der Postmoderne zeigt sie wiederum ein neues Gesicht, wenn traditionelle Rollenvorstellungen aufweichen, entsprechende Kleinfamilienverhältnisse erodieren und Frauen doppelt vergesellschaftet sind, wie die Adornitin Regina Becker-Schmidt konstatiert. Dennoch zeigt sich die Abspaltung auch hier, indem Frauen immer noch weniger verdienen, sie immer noch hauptsächlich für die Reproduktionstätigkeiten zuständig sind und zur Erwerbsarbeit gezwungen sind. Und selbst wenn sie an den Schalthebeln der Macht sitzen, werden sie gewissermaßen als eierlegende Wollmilchsau immer noch mit Care identifiziert. Auch in dem Sinn, dass sie etwa privat oder im Finanzsektor wesentlich zuverlässiger Kredite zurückzahlen und somit für das Krisenmanagement im verfallenden Kapitalismus geeigneter erscheinen als Männer. Noch in veränderten historischen Kontexten erscheint so das Wesen, wobei die historisch aktuelle Erscheinungsform eben keineswegs vernachlässigt werden darf. Dies nicht nur, weil der Zeitbezug darüber vernachlässigt, sondern die Wahrheit des Wesens als Prozess überhaupt geleugnet würde. In diesem Zusammenhang wäre auch ein gesellschaftlich androzentrisches Unbewusstes in einem sozialpsychologischen Sinn detaillierter zum Thema zu machen, das patriarchal-kapitalistische Verhältnisse in veränderter Form heute erneut ermöglicht. Darauf kann ich jetzt hier leider nicht ausführlicher eingehen. Die Untersuchung eines derartigen gesellschaftlichen Unbewussten dürfte auch Aufschluss darüber geben, weshalb im Feminismus bis heute ein Hang zum Partikularen und Kleinteiligen festgestellt werden kann und Frau die Problematisierung übergreifender Großstrukturen noch hinsichtlich des hierarchischen Geschlechterverhältnisses zu vermeiden trachtet. Mir erscheint so die Lektüre Simmels für die Analyse des patriarchalen Charakters der Moderne noch bei weitem aufschlussreicher zu sein als die Lektüre Butlers, die der von Simmel festgestellten Struktur selbst bloß unterliegt. Mag diese Struktur bei ihm auch fragwürdigerweise in quasi ontologisierender Weise festgezurrt formuliert sein. Diesen meinen eigenen Beitrag, die Wertabspaltungskritik, die ich jetzt gerade kurz skizziert habe, habe ich anderweitig ausführlicher formuliert und ich kann es jetzt hier bloß bei der Skizzenhaftigkeit belassen. Demgemäß sieht eine entsprechend beschränkte Klein-Klein-Perspektive auch nicht, dass zumindest seit der Moderne die meisten Gesellschaften geschlechtshierarchisch verfasst sind. Wie es vorher war, sei es jetzt erst einmal dahingestellt. Auch wenn einige Sozietäten bekannt sind, Wiener Soziologinnen sprachen Ende der 1980er Jahre von 15% der bekannten Gesellschaften, die belegen, dass dies nicht immer so sein muss. Somit die Annahme einer notwendig ewig anthropologisch bestimmten Geschlechterhierarchie nicht aufrechterhalten werden kann. Dennoch geht es nicht an, ständig Nebenschauplätze zu Hauptschauplätzen zu machen. Selbst dekonstruktivistische Konzepte konstatieren immer wieder, dass das Geschlechterverhältnis in seiner endlosen Monotonie und unendlichen Vielfalt in Augenschein genommen werden muss. Entscheidend ist stattdessen, dass das wahnproduzierende Patriarchat als weltumspannendes, als solches geltend zu machen ist, zunächst einmal unabhängig von einer im Feminismus häufig feststellbaren Hypostasierung kultureller Differenzen und einer dennoch inkonsequenterweise konstatierten Monotonie von im Grunde verstohlen angenommener anthropologisch aufgefasster Geschlechterverhältnisse, auch wenn von mir Differenzen keineswegs bestritten werden sollen. Will man auf die strukturelle Ebene gehen,
So reicht es, wie gesagt, im Feminismus, in Konzepten der Intersektionalität, höchstens bis zur Mesoebene strukturell-soziologischer Thematisierung vor dem Hintergrund schwammiger, relationaler Gesellschaftsvorstellungen. Im Grunde bleibt man in standpunkttheoretischen Ausgangslagen befangen, die von der Identitätsebene nun auf die Ebene soziologischer Begrifflichkeit gehoben werden. Von derartigen standpunktlogischen Annahmen ausgehend hat jede Position gleichermaßen recht. Im Grunde genommen handelt es sich hier um ein wissenssoziologisches Fundament, das bereits Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland Hochkonjunktur hatte, im Zusammenhang des Ersten Weltkriegs, nicht zuletzt angesichts des Versagens altmarxistischer Vorstellungen. Die Grundannahme ist eben hier, Wahrheit ist per se schon immer relativ. Die Grundannahme ist hier, Wahrheit ist per se schon immer relativ. Derartige Positionen werden gelegentlich auch im Feminismus angegriffen, wenngleich auch eher selten. So schreibt Cornelia Klinger, Zitat, ohne ein philosophisches Korrektiv würde die unbestreitbar notwendige Situierung des Wissens- und Erkenntnisorts durch ihre Absolutsetzung ad absurdum geführt. Statt um Situierung würde es sich dann um ein auswegloses Gefängnis handeln, wodurch übrigens gerade das verloren ginge, was gewöhnlich als Überlegenheit des Konzepts des situierten Wissens gegenüber dem View from Nowhere gilt, nämlich die Einsicht in die Relativität der je eigenen Position. Also im Grunde genommen sagt sie, spricht sie hier die Maßstablosigkeit an, wenn alles relativ ist irgendwie, was habe ich dann überhaupt noch an Maßstab irgendwie, um festzustellen, wie was ist. Das geht dann in einem abstrakten Perspektivismus praktisch und in einer Lernrelativität verloren oder auf. Jedoch fand schon Adorno eine derartige Position, wie man sie auch gegenüber einer traditionellen Wissenssoziologie findet, in ihrer formal logischen Argumentation armselig. Also armselig schreibt er selber. Er schreibt, Zitat, sie verwechselt die allgemeine Negation eines Prinzips mit ihrer eigenen Erhebung zur Affirmation. Mehr dürfte es fruchten, den Relativismus als beschränkte Gestalt des Bewusstseins zu erkennen. Zuerst war es die des bürgerlichen Individualismus, der das seinerseits durchs Allgemeine vermittelte Individuelle fürs Letzte nimmt und darum den Meinungen der je einzelnen Individuen gleiches Recht zuspricht, als ob es kein Kriterium der Wahrheit gäbe. Nichtig ist aber Relativismus darum, weil, was er andererseits für beliebig und zufällig, andererseits für irreduzibel hält, selbst aus der Objektivität, eben der einer individualistischen Gesellschaft entspringt, abzuleiten ist, als gesellschaftlicher Schatten. Die nach relativistischer Doktrin, dem je Einzelnen eigentümliche Reaktionsweisen, sind präformiert, stets fast geblöck. Insbesondere das Stereotyp von der Relativität. Die abstrakte Bedingtheit des Denkens ist höchst inhaltlich an die eigene zu erinnern, die Verblendung gegen das überindividuelle Moment, durch welches individuelles Bewusstsein allein denken wird. Hinter jener These steht die Verachtung des Geistes zugunsten der Vormacht materieller Verhältnisse als des Einzigen, das da zähle. Zitat Ende. Dass etwa Pareto diese Perspektive auf Gruppeninteressen bezieht und Mannheim gar vor dem Hintergrund einer Seinsgebundenheit die Überlegenheit des freischwebenden Intellektuellen propagiert, ist dabei für Adorno kein Problem. Zitat, in Wahrheit haben die divergenten Perspektiven ihr Gesetz in der Struktur des gesellschaftlichen Prozesses als vorgeordnetem Ganzen. Zitat Ende.
Traditionell wissenssoziologische und postmodern strukturalistische Sichtweisen haben vielerlei Gemeinsamkeiten, worauf ich hier jetzt aber nicht eingehen kann. Jedenfalls scheint sich diese relativierende Sicht von unterschiedlichen Frauen und Frauengruppen und Situiertheiten gerade heute und dazu noch im internationalen Maßstab zu wiederholen. Eben, Wahrheit ist immer in der Schwebe und eben relativ. Adorno bleibt hier freilich in einem androzentrischen Denken befangen. Sieht man genauer zu, handelt es sich um das männliche Individuum in den kapitalistischen Zentren. Umgekehrt wähnt sich ein feministisches Standpunktdenken jedoch längst über einen androzentrischen Universalismus erhaben, wenn es einen angeblich jungfräulich entdeckten, jedoch längst selbst schon im androzentrischen Denken verankerten Relativismus feministisch naiv freudig propagiert. Als dieses überindividuelle Moment, von dem Adorno spricht, wäre so die Wertabspaltung als gesellschaftliches Grundprinzip, als oberste Abstraktion, auch wenn sie als solche die Einsicht besitzt, sich beschränken zu müssen, worauf ich hier noch kommen werde, zurückzugreifen. Stattdessen scheint mir, dass gerade im Feminismus, vielleicht wie nirgendwo sonst, ein Differenzdenken gehegt, gepflegt und zelebriert wird. Die Wertabspaltungskritik hat freilich nicht zuletzt in der kritischen Theorie Adornos eine ihrer Voraussetzungen. Sie kann sich jedoch nicht bei dieser bescheiden. Hier kommt ein Grundparadox zum Vorschein. Soll das hierarchische Geschlechterverhältnis als solches thematisiert werden? Feministische Theorie ist im Hinblick auf ihre wissenschaftlich-theoretische Selbstlegitimation zunächst genötigt, auf androzentrische Theorien zurückzugreifen. Da das Weibliche und das Geschlechterverhältnis aber gerade als das andere der Theorie und deswegen notwendig nicht vorkommt, muss gerade auf einem hohen Abstraktionsniveau der Wertabspaltung als gesellschaftliches Grundprinzip dem Rechnung getragen werden. Nur so gerät ihre eigene Wahrheit bzw. Unwahrheit nicht ins Hintertreffen. Ganz falsch wäre es hier, ins Partikulare, Kleinteilige, die Differenzen, das Konkrete und die volle Lebenspraxis und Ähnliches zu verfallen, dass Frauen als angeblicher Seinsurgrund im warmproduzierenden Patriarchat schon immer zugefallen ist. Momentan besteht im Feminismus eine Riesenscheu, das hierarchische Geschlechterverhältnis auf einer angemessenen Abstraktionshöhe zu problematisieren. Stattdessen macht Frau ihren Kotau vor dem akademischen Betrieb und weicht in eine angeblich seriöse, wissenschaftliche, aber belanglose Genderforschung auf, die eigentlich niemanden stört, sondern nebenzu gewissermaßen gut zuwesen kann. Geblendet von der Luminosität, so McRobbie, im Recurs auf Deleuze, also der vielfältigen Sichtbarkeit von Frauen heute, die eine weibliche Freiheit vorspiegelt, bei Tendenzen einer gleichzeitigen Unsichtbarmachung der Grundproblematik des asymmetrischen Geschlechterverhältnisses als Kehrseite. Eine Sicht, die ständig primär auf Differenzen, Ambivalenzen, Partikularitäten, Lokalitäten und Ähnlichem im Feminismus rekurriert, arbeitet solchen Tendenzen nicht nur zu, sondern diese drücken sich geradezu hierin aus. Insofern sollten Tendenzen einer Entsorgung des Feminismus und von Gender eigentlich nicht überraschen, wie sie etwa im Hannoveranerischen Institut für Sozialpsychologie sichtbar wird und einer Nichtbeachtung von Genderergebnissen generell, etwa in der Organisationssoziologie wie Aulenbacher in den neuen feministischen Studien beklagt. Es geht so für eine weitergehende emanzipatorische Perspektive nicht an, dass das Grundprinzip des hierarchischen Geschlechterverhältnisses aufgegeben wird und in Relativierungen diffundiert. Eine vorherrschende Sicht ist umzukehren. Eine schon immer äußerst marginale Sphäre des Feminismus zersetzt sich innerlich mit der Begründung, dass sie sich selbst allgemein universalistisch nicht begründen kann,
da der Frauen und der Verhältnisse in der Welt viele sind. Dagegen wäre die Behauptung der Wertabspaltung als Basisprinzip, als abstrakte Größe und übergreifendes Verhältnis, als gesellschaftlich-sozial Verfasstes aufzustellen, nicht in einer biologistisch-anthropologischen Dimension, die Differenzen und deren hierarchischer Setzung, Partikularitäten und so weiter, ohne weiteres nicht nur stattgeben kann, sondern geradezu aus sich selbst heraus Rechnung zu tragen gezwungen ist. Erst dergestalt kann sie ihrem notwendigen inneren Selbstdementi stattgeben, ohne selbst falsch und unwahr zu werden. Es geht darum, die negative Dialektik Adornos feministisch zu reformulieren. Dabei wäre jedoch die Wertabspaltung als oberste Abstraktion anzunehmen, die im Sinne einer immanenten Kritik auf Gedeih und Verderb gezwungen ist, gegen sich selbst zu denken, um sie selbst zu sein zu können und so in negativ dialektischer Vermittlung über sich hinauszugehen. Insofern ist sie mit Adorno einig, wenn er schreibt. Zitat: Indem die hegelische Logik immer schon es mit dem Medium des Begriffs zu tun hat und auf das Verhältnis des Begriffs zu seinem Inhalt, dem nicht identischen, selbst nur allgemein reflektiert, ist die der Absolutheit des Begriffs, welcher sie zu beweisen sich anheischig macht, vorher schon sicher. Je mehr aber die Autonomie von Subjektivität sich kritisch durchschaut, sich als ihrerseits Vermittelte bewusst ist, desto bündiger die Verpflichtung des Gedankens, mit dem es aufzunehmen, was ihm Festigkeit einbringt, die er selbst nicht in sich hat. Sonst wäre nicht einmal jene Dynamik, mit welcher Dialektik die Last des Festen bewegt. Nicht ist jegliche als primär auftretende Erfahrung blank zu verleugnen. Jedoch gilt erst recht, Unmittelbarkeit ist selbst als vermittelt zu begreifen. Zitat weiterhin: Unmittelbarkeit bleibt der Dialektik nicht, als was sie unmittelbar sich gibt. Sie wird zum Moment anstatt des Grundes. Dies ist übrigens auch mit einer Enthierarchisierung von Formebene und empirischer Oberfläche verbunden. Auf ihre Vermittlung bestehend haben beide ihre Berechtigung, genauso wenig, wie sie in eins gesetzt werden können, indem die eine durch die andere ersetzt wird. Dies gilt umso mehr, als sich die Wertabspaltung ohnehin nicht mehr des alten androzentrischen Subjektstatus versichern kann. So gesehen haben auch Differenzen und entsprechende Kumulationseffekte hinsichtlich Rasse, Klasse, Geschlecht, Homophobie und so weiter Platz auf der identitären Mikroebene, wie auch auf einer soziologischen Mesoebene, vorausgesetzt, sie werden vor dem Hintergrund dieser Vermittlung im Kontext des Gesamtzusammenhangs gesehen. Einwänden gegenüber Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus und ökonomischen Disparitäten muss eine Wertabspaltungskritik deshalb schon immer von sich aus genügen. Also es sind jetzt ungefähr noch anderthalb Seiten. Damit kann sich der Wertabspaltungszusammenhang als nicht bloß soziologisch bornierter im Sinne des engeren Geschlechterzusammenhangs gerieren, sondern er muss als ein schon immer übergreifender Gesamtzusammenhang begriffen werden, der als ein in sich selbst gebrochener, nicht wiederum neuer Hauptwiderspruch sein kann, analog zum alten Hauptwiderspruch des Arbeiterbewegungsmarxismus. Vielmehr ginge es da überhaupt erst einmal um die Thematisierung der Wertabspaltung als gesellschaftlichem Grundprinzip in der Ära einer Hypostasierung der Differenz und Relation jenseits weißer feministischer Mittelschichtsinteressen, das aus sich heraus selbst schon unterschieden und dem von ihr Geschiedenen stattgeben muss. Nur so kann es paradoxerweise überhaupt bestehen. Als solches jedoch, ist es als Grundprinzip unabweisbar.
wenn dergestalt die Wertabspaltung als gesellschaftliches Grundprinzip sozusagen als philosophische Größe, die über ein feministisches Partikularinteresse hinaus die gesamte Weltgesellschaft bestimmt, zu betrachten ist, kann dies freilich auch nicht bloß wiederum im partikularen Kontext der feministischen Debatte verhandelt werden, sondern ob ihres Allgemeinheitscharakters müsste diese Grundlage kritischer Theorie überhaupt sein. Das hierarchische Geschlechterverhältnis kann nicht mehr nur als Aspekt allgemeiner Theoriebildung und auf der Ebene der bloßen Subjektkonstitution behandelt werden, wie manche meinen. Es geht um nichts anderes als um die Wahrheit des falschen Ganzen, die nun neu konzipiert werden muss. Es geht also nicht nur um feministische Theorie mit dem Ziel der Befreiung der Frau und entsprechenden Thematisierungen auf der Subjektebene, sondern um viel mehr. Darum aber auch. Bezeichnenderweise kommen heute radikal linke Kongresse, wie der No Way Out Kongress 2007, da parallel zu dem Kongress findet ja jetzt auch wieder ein Kongress vom Ums Ganze Bündnis statt, Arbeit und Krise oder so heißt es. Ich glaube, da sind so zwei Frauen vertreten oder so. Ansonsten waren diese Alten irgendwie, so steht man fest so auf Ökonomie und Staat, also so diese Dimensionen, die also als die eigentlich theoriewürdigen sozusagen gelten. Und ansonsten ist es halt, ja, Geschlechterverhältnis dann halt irgendwie was Beiläufiges, was Abgeleitetes, auf jeden Fall was nicht sonderlich zählt. Also der No Way Out Kongress oder der Kongress eben Arbeit und Krise von dem ums Ganzen Zusammenhang oder auch der neuerlich stattgefundene Kommunismuskongress mit Zizek, Negri und Badiou. Auch der kam weitgehend ohne Frauenbeteiligung auch aus. Und zwar welcher Rasse und Klasse auch immer. In den Überblickswerken zur neueren Marx-Lektüre kommen feministische Reformulierungen marxischer Theorie so gut wie nicht vor. Dies verheißt nichts Gutes für innovative Theoriebildungsprozesse, selbst wenn die feministische Dimension hereingenommen werden sollte. Schon Anfang der 1980er Jahre schrieb Heidi Hartmann, Zitat, die Ehe von Marxismus und Feminismus war genauso wie die Ehe von Mann und Frau im englischen Zivilrecht festgeschrieben ist. Marxismus und Feminismus sind eines und dieses eine ist der Marxismus. Zitat Ende. Insofern sind bloße feministische Erweiterungen von Marx'scher Theorie keineswegs unproblematisch, wie sie also auch in dem Kongress hier probiert werden. Ja, also neuere Vorstellungen einer weitgehend androzentrisch gefassten Gesellschaftstheorie und Kritik hat aber bereits ein dekonstruktiver Gender- und Differenzfeminismus, der sich mit Mesoplatzierungen zufrieden gibt, in den letzten Jahren zugearbeitet. Jahrzehnten, muss man sagen, zugearbeitet. Stillschweigend setzt man sich über eine Logik hinweg, die von Georg Simmel über Simone de Beauvoir bis hin zuvor Genderfeministinnen immer wieder formuliert wurde. Auf diese Weise wird eine androzentrische Logik, der man in der dekonstruktivistischen Entnennung beizukommen trachtete, wieder aufs Neue reproduziert. Stellvertretend sei hierzu Simmel angeführt. Er beschreibt diese Struktur folgendermaßen. Zitat. Da das Differenzielle, das Männlichkeitsmoment in den Vorstellungsbildern des Weiblichen und Normsetzungen in den Werken und Gefühlskombinationen dem Bewusstsein ihrer Träger leichter entschwindet, als das Entsprechende an dem Weiblichkeitsmoment geschieht, denn für den Mann als den Herrn knüpft sich innerhalb seiner Lebensbedingungen kein so vitales Interesse an seiner Relation zum Weiblichen, wie es die Frau an ihrer Relation zum Männlichen haben muss, so heben sich die männlichen Lebensäußerungen für uns leicht in die Sphäre einer überspezifischen neutralen Sachlichkeit und Gültigkeit, denen die spezifische Färbung, wo sie etwa bemerkt wird, als etwas Individuelles und Zufälliges subordiniert wird.
Zitat Ende. So und so können Männerbundstrukturen heute wieder unbehelligt bestehen. Gerade in linken Zusammenhängen scheint man hier wieder Morgenluft zu wittern. Und wenn es ernst wird, bedeutet man Frauen wieder, dass sie sich schleichen sollen und nun wieder quasi objektive Problemlagen und Dimensionen auf der Tagesordnung stehen. Allen männlichen Hausfrauisierungstendenzen zum Trotz, beziehungsweise vielleicht gerade deswegen. So schrieb der klassische Männerbund-Apologet Hans Blüher Anfang des 20. Jahrhunderts, Zitat, da die schöpferischen Leistungen von Männerbünden stammen und der Männerbund eine völlige Stilverbiegung erleidet, wenn auch nur eine Frau, die klügste und beste auf der Welt, als gleichberechtigtes, rechteeinforderndes Mitglied eintritt, so muss die antifeministische Minimalforderung lauten, Ablehnung jeder Fraueninvasion in die Männerbünde. Dabei stellt Eva Kreisky fest, Männerbund ist niemals nur das, was sich als solcher deklariert. Männerbünde äußern sich vor allem in modernen Gesellschaften auf vielfältige informelle Weise, die oftmals nur faktisch männerbündisch wirken. Frauenausschluss und Männerreservat können intendiert oder nicht intendiert sein. Jedenfalls aber werden Frauen ausgeschlossen. Männerbünde sind Instrumente männlichen Machterwerbs und männlichen Machterhalts. Losere Männerbundformen zu übersehen, würde die analytischen Möglichkeiten des Männerbundkonzepts erheblich einschränken. Zitat Ende. Wohlgemerkt, es geht hier nicht um eine Wesensbestimmung der Frau und des Mannes, sondern um eine androzentrische Grundstruktur selbst, auch wenn die Einzelnen darin also nicht vollkommen aufgehen. Die Funktion von Frauen als Krisenmanagerinnen, selbst an den Schalthebeln der Macht, wenn elementare Strukturen des kapitalistischen Patriarchats erodieren, steht somit nicht im Gegensatz dazu, sondern bedingt derartige neopatriarchale Verhältnisse wohl geradezu. Untersuchungen in Politik und Wirtschaft und in anderen öffentlichen Bereichen würden vermutlich ergeben, dass nun noch im Hineingedrängt werden der Frauen von oben in diese Bereiche, sie nicht nur, ob vorhandener Männerbundstrukturen, dennoch bloß in einem Spießrutenlauf Einlass verschaffen könne. Und in der Tat belegen neuere Untersuchungen zur Frage Erosion oder Reproduktion traditioneller Geschlechterverhältnisse genau eine solche Tendenz, allerdings freilich begriffslos in der soziologisch-deskriptiven Analyse im Hü und Hot befangen. Traditionelle Geschlechterkodierungen sind so, nach Gildemeister Wetterer, gerade im Alltag keineswegs verschwunden. Die Konsequenz wird allerdings nicht daraus gezogen. Der Geschlechterkampf und eine damit entsprechende Konkurrenz tobt heute untergründig erst recht. Dem wartet man jedoch mit dem soziologisch quasi geschlechtsneutralen Begriff der Schließung auf dem Arbeitsmarkt auf, bei gleichzeitiger Verwirrung einer gewissen Durchlässigkeit von Frauen in traditionell männliche Berufsbereiche und insbesondere mittlere Machtpositionen andererseits. Nichtsdestotrotz machen derartige Untersuchungen deutlich, dass ein neoliberal induziertes, gleichsam geruhsames Gleichberechtigtwerden im Sinne des Homo economicus, dass manche marxistische Positionen hinsichtlich des Geschlechterverhältnisses schon immer unterstellten, die grundlegende Struktur der Wertabspaltung freilich außer Acht lassend, so nicht stattfindet. Damit müssen freilich auch als allgemein kodierte gesellschaftlichen Tendenzen die erneut zur postmodernen Relativierung des hierarchischen Geschlechterverhältnisses führten, selbst aus der Dynamik der Wertabspaltung als historisch prozessierendem Widerspruch in und trotz all seiner Gebrochenheit aufgefasst werden. Schlagwortartig Globalisierung, Postkolonialismus, Postmoderne, Zusammenbruch des Ostblocks, Erosion der traditionellen Geschlechterverhältnisse,
Transverhältnisse verschiedenster Art und so weiter, womit wir zum Eingang unserer Überlegungen zurückkehren. So, und jetzt bin ich endlich fertig.